Ich begrüße jetzt RRO TV Sport. Zu Gast heute der Reto Lori, der Goalie vom HC Red 1 Martinach. Der Reto Lori ist mit dem HC Red 1 Martinach aufgestiegen, vor wenigen Wochen von der 1. Liga in die Nationalliga B. Es war der 31. März, Samstagabend, hat er das letzte Spiel gehabt. Das entscheidende Spiel gegen das Winterthur, hat er 3:0 gewinnen daheim in Martinach. Wie hast du diesen Match noch in Erinnerung, Reto Lori? Ja, wir waren sicher alle sehr nervös. Der Druck war sehr hoch. Wir haben noch ein paar Tage vorher gegen daheim verloren, wo vielleicht gar nicht so schlecht war. Und dort hat er gewusst, um was es geht. Und lieber am Donnerstag verloren und dann am Samstag gewonnen als umgekehrt. Und für uns ist sicher auch ein Stein vom Herzen gefallen. Du hast es gerade gesagt, eben kurz vorher hat er gegen die Winterthur schon ein Finalspiel gehabt, 2:3 verloren. Was war denn nachher im entscheidenden Spiel anders gewesen? Ja, es war für uns nicht einfach gewesen. Wir sind die ganze Saison haben wir da immer noch einen Pass zu viel können spielen als. In dieser Woche sind die Spiele sicher sehr eng und Herz zum Spielen. Und ja, am Donnerstag haben wir auch wir Quali auch viel gemacht, haben wir noch Pass viel gemacht, viel zu wenig geschossen. Und sie haben uns auch in eine Lage geschossen und so haben wir natürlich nicht gewusst, dass wir gegen sie ändern müssen. Wie war das für dich, ein grosses Spiel wieder, eben so ein Finalspiel, wann du gewinnen konntest von Schuppen-Zuschauern? Es hat schon lange nicht mehr so viele Zuschauer gehabt unter Martinach. Ist das wieder ein spezielles Erlebnis für dich? Ja, es haben wir viel erzählt von am 31. März und dann müssen wir einfach parat sein. Und, ja, es war schon speziell gewesen. Wir haben 8 Monate lang haben wir auf diesen Tag gewartet und wir haben diesen Tag mir immer gehofft, ja, wir müssen einfach gewinnen. Dann hat er gewonnen, natürlich gegen die Winterthur sind draufgestiegen. Wie war es gewesen, die Meisterfeier? Ja, es ist natürlich wie halt so eine Meisterschaft, also so eine Meisterfeier ist. Aufstiegsfeier natürlich auch noch gerade, ja. Ja, Aufstiegsfeier dazu. Sicher so eine Saison abzuschließen für mich jetzt so die letzten 2 Jahre so, ist natürlich, ja, da weiss man, warum man im Hockey spielt. Du hast es gerade gesagt, vor einem Jahr hast du mit dem EHC Fisch einen Schweizer Meister machen als Goalie. Kannst du es vergleichen ein bisschen, die Meisterfeier jetzt am Unterwallis und Team Oberwallis? Ja, gut. Ja, also natürlich sicher waren beide sehr schön. Also, meine, die mit Fisch war sehr unerwartet. Also, wir dort sicher geschaut, mit dem hat sicher niemand gerechnet. Jetzt mit Martini war es fast ein Muss. Ja. Aber eben, wie gesagt, es ist manchmal sicher noch fast schwieriger, oder, weil man sehr unter Druck ist. Ja, für mich ist es sicher schöner. Sicher, der jetzt mit Martin ist sicher vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen, weil schon ein bisschen die Zukunft auf dem Spiel gestanden. Ja. Von uns allen und ich natürlich immer können spielen. Und die Feierlichkeit nachher, wer kann besser feiern, der Erfolg, die Oberwalliser oder die Unterwalliser? Ja gut, das ist, das ist eigentlich noch schwierig zu sagen. Ja. Oder, jeder da so ein bisschen seine eigene Mödeli und sicher beide schön gewesen. Aber natürlich der Meistertitel mit dem EHC Fisch vor einem Jahr. Du hast natürlich noch einen anderen gewonnen. Mit GC bist du schon Schweizer Meister gekommen. Mit den Junioren, wie war das? Ja. Ja, das ist mein erster Meistertitel. Ja, wir haben dann noch, meine Zürich hat eine unglaubliche Ausbildungsmannschaft. Und wir waren dort in den Junioren. Wir hatten Spieler drinnen, die fast die ganze Saison Nazi angespielt haben im ZSC. Und dann andere. Also, wir hatten 3 komplette Böcke von Nazi B bei GC. Und dort war es eigentlich auch ein Muss gewesen, dass wir dort Meister werden. So ein junger Goalie, schon 3 Titel, schon 3-mal feiern können. Das ist natürlich gut, wenn man schon so auf eine Karriere zurückschauen kann. Ja, ich meine, jetzt 3 Titel, das ist sicher nicht so schlecht. Ja. Und mal schauen, was das noch alles herführt. Schauen wir mal zurück auf die Saison, nicht nur auf das letzte Spiel, wie es mit Martinach, mit Red 1 Martinach gegangen ist. Ihr habt praktisch nie verloren in der Qualifikation. Du hast auch viele Spiele machen da. Bist du zufrieden, wie es gelaufen ist in der Qualifikation? Ja, bei mir war am Anfang sicher sehr speziell, war sehr ungewohnt. Ich meine, wir haben sicher sehr dominierte Gruppen. Und wir hatten Schussverhältnisse in gewissen Spiel von 70 zu 15. Und, ich konnte mich nie gross in die Szene setzen. Und die Jungs haben mir immer gesagt, ja, bleib nur ruhig, so, die brauchen wir dann schon noch. Und für mich war es sehr wichtig, zu spüren, dass ich von der Mannschaft und vom Trainer sicher das Selbstvertrauen bekomme.
Und ja, eben in der letzten Woche ist das so gekommen. Du hast natürlich auch noch Konkurrenten auf deinem Posten mit dem Florian Brücker. Wie war es mit ihm zusammen hier im Golf am Red 1 Martinach? Ja, er ist sicher schon 7 oder 8 Jahre ist er dort Nummer 1 gewesen. Und ich habe mich eigentlich ausgezeichnet mit ihm verstanden. Aber ja, ich wusste, wenn einer schon so lange dort ist, es wird sicher nicht einfach für mich. Aber ja, der Trainer hat mir früher mal gesagt, jetzt in der Quali wird einfach schön abgewechselt. Wir haben eine Woche ein Spiel, dass beide können spielen können. Aber dann in den Playoffs wird er dann schon auf mich setzen. Wie war das eigentlich gewesen, du als halber Oberwalliser, kann man fast sagen, da in der welschen Mannschaft? Ist das gut gegangen? Ja, am Anfang habe ich schon gedacht, wir haben ja nicht nur mein Ego eigentlich so Berner bei mir, da auf ein bisschen gemischter Mannschaft gekommen. Zuerst hatte ich vielleicht schon ein bisschen Angst gehabt, ja, dass es so ein bisschen Grüppeli gibt und alles. Aber nein, die gemischte Mannschaft war eigentlich ausgezeichnet gewesen. Du lebst im Oberwallis, du bist immer nach Martinach gegangen, ist das gut gegangen? Ja, ich bin immer mit dem Zug hin und her gegangen und wenn wir mal ein Spiel auswärts hatten, was mir nicht mehr gelangt hat, für raufzukommen, dann bin ich einfach dumm, habe ich noch bei den Kollegen ins Zimmer gekommen und das war kein Problem gewesen. Etwas, was natürlich immer zur Sprache kommt, Red 1 Martinach, die russischen Investoren. Wie hast du persönlich das erlebt aber mit diesen russischen Investoren? Ja, aber jetzt mal vor allem Berner Gilles, es hat solche gekommen, die ich früher schon zusammen in Bern gespielt habe und haben wir sicher mal so zusammengekocht und gedacht, ja, hey, wird das irgendwie hier wie ein Gesamak sein oder wie ein Servet? Es hat gute Beispiele gegeben, wo es nicht geklappt hat. Aber man hat dann früher gemerkt, dass er eigentlich ganz anders ist. Er war jeden Tag bei uns verschiedene Trainings. Und, der Vertreter ist, von der Russen. Genau, ja. Und er ist noch relativ jung. Und für mich ein gutes Beispiel war, ich meine, er kommt in eine Garderobe rein und es liegt zum Beispiel etwas am Boden. Er liest es auf und tut es in den Papierkorb rein, oder? Ja. Das sind einfach so kleine Details, die mich beeindruckt haben, oder? Dass er einfach nicht so ist, wie man zuerst gedacht hat. Und vom Lohen her gesehen, das hat immer geklappt? Da unten, ja, das ist immer pünktlich gekommen, alles tiptop gegangen. Ihr habt immer nur mit einem Kontakt, mit dem Vertreter von den Russen? Ja, es ist ab und zu noch einer, der mit ihm zusammen ist, der aber nicht hier lebt. Er ist noch das eine oder andere Mal auch bei uns da gewesen. Unter anderem auch im Finalspiel. Du hast also einen guten Eindruck jetzt von den russischen Investoren? Ja, ich war sicher sehr überrascht gewesen. Ja, er ist sehr schön skeptisch gewesen. Zuerst bin ich sicher skeptisch gewesen, ja, nicht nur mehr, oder? Weil es hat ja genug andere Beispiele gegeben, wo man gesehen hat, dass es eben nicht geklappt hat. Aber ich bin froh, dass es mir das auch kam. Du zuerst mit einem bisschen komischen Gefühl auf das, Martinach. Ja, ich habe zuerst gedacht, ja, das ist eben so. Wie wird es kommen? Ist das einer, der einfach hinten dran ist und wo man eigentlich gar nie sieht und mit ihm gar nie reden kann? Und ja, das war dann genau das Gegenteil gewesen. Mit dem Reden, hast du mit ihm auch Kontakt gehabt? Ja, er redet nicht nur Russisch, er lebt schon lange hier. Und, ja, er ist eben, wie gesagt, er war in jedem Training bei uns in der Garderobe und er ist immer zu jedem Spiel gefragt, wie es geht. Und wenn man etwas hatte, konnte man das immer sagen und er hat sich darum getan. Was glaubst du eben, da sind russische Investoren hinten dran, warum kommen die gerade auf Martinach, auf welche Mannschaft? Was ist echt da der Hintergrund? Ja gut, wie ich gehört habe, hat er schon an anderen Orten probiert einzusteigen. Ja, schlussendlich war es so, dass Martini halt, zu wenig Sponsoren hat, für wieder raufzukommen ins B. Und meine, die letzte Möglichkeit war von Sommer aus, dass man ihm halt, die gewisse also die Prozentzahl, die er will, dass man ihm den Club übergibt. Und ohne ihn wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen, rauf wieder ins B zu kommen. Also dank den Geldern von den russischen Investoren hat er es geschafft, jetzt den Rüstung in die Nationalliga B. Genau, ja. Und Rückblick auf die Saison, kannst du sagen, bei den Russen, das ist gut gegangen? He? Ja, es ist eigentlich alles tiptop gegangen, ja. Wie ist denn, muss ich natürlich auch, ja, aber die Russen, die kommen mit dem Geld, in Martinach fehlt ein bisschen die Tradition vom Hockey. Wie hast du das erlebt? Aber Kritiker sagen, ja, Siders, das ist ein Traditionsverein, der Kerni B. Martinach hat nicht so eine Tradition. Ja gut, nicht so eine Tradition, ist natürlich schwierig zu sagen. Ich meine, ja, wir haben gesehen, wir waren in der Erstliga, wir hatten über 3'000 Zuschauer gehabt.
im letzten Spiel. Und die leben auch recht dort mit für das Hockey. Und es hat schon eingefleischte Zuschauer. Und auch die Diskussion war mit Siders und so, hat man schon gemerkt, was dort unten in Martignan abgeht. Aber mit Siders Fusion, wie hast du das erlebt unter Martignac? Die Fans, die richtigen Fans von Martignac, sind auch nicht begeistert gewesen? Nein, sie waren eigentlich von Sierres Seite und von Martins Seite sind nicht begeistert gewesen. Mhm. Es ist halt, ja, die Zuschauer, es ist halt die Unterwalliser und ja, ich persönlich, wir waren dann vor der Meisterschaft und wir haben uns nicht gross auf das fixiert. Wir haben ja nicht einen grossen Einfluss können auf das Ganze. Schauen wir noch weiter zurück in deiner Karriere. Du hast angefangen bei dem SCB als junger Junior. Bist dann ins Goal gegangen. Warum bist du eigentlich zum Torhüter gekommen? Ja, also ganz am Anfang habe ich angefangen. Das war noch bei Rotblau Bern-Bümpitz. Das war so ein kleiner Club. Und dort war ich eigentlich noch Feldspieler. Warum dann plötzlich ins Goal? Ja, dann ist es mal darum gegangen, dass man keine Goalie hatte. Und dann durfte ich jeden Mal probieren. Und ich war der Letzte, der probiert hat. Und schlussendlich ist die Ausrüstung bei mir gelandet. Mhm. Und dann hatten wir ein Turnier in Grindelwald. Und ich bin halt mit der Goalie-Ausrüstung dorthin gekommen. Und jetzt hat es geheißen, okay, jetzt spielst du das Turnier halt im Goal. Und dann haben wir gegen das SCB gespielt. Und eine Woche später ist eigentlich das Telefon gekommen, ob ich nicht auf Bern wechseln wollte. Und ja, von dann an habe ich die Ausrüstung nicht mehr abgezogen. Dann haben die sofort das Talent erkannt. He? Ja gut, gerade erkannt, ja, würde ich nicht sagen, aber es hat sich einfach alles so eingefädelt. Hast du aber auch noch eine Zwischenstation gemacht eben mit Vicky Münsingen, Erstliga, schon als junger Spieler, bist du dann in der Erstliga gewesen. Wie ist das da gegangen? Ja, ich war dann weitaus eigentlich der jüngste Spieler gewesen in dieser Mannschaft und habe das erste Mal das Erwachsenen-Hockey-Spielen kennenlernen. Und es war sicher gut gewesen für euch im Kopf oben und so, mal etwas anderes mit erwachsenen Leuten spielen. Und ich konnte dort zwei super Saisonen erleben. Und plötzlich ist der Reto Lori im Oberwallis gelandet, beim EHC Wisp. Wie ist das vor sich gegangen, dass du da in die Nationalliga B kommen konntest? Ja, ich bin dann, nach diesen zwei Jahren Vicky Münsingen bin ich auf Zürich gewechselt. Mhm. Und dann habe ich noch vom Geschäftsführer im Januar habe ich mal ein Telefon bekommen, dass der Goalie dann zumal der Zimmermann ausgefallen ist, ob ich nicht für ein paar Spiele auf Fisch kommen kann. Und dann bin ich für fünf Spiele bin ich da auf Fisch gekommen. Und ja, habe ich mal ein bisschen schauen, wie es hier so ist. Schnupperkurs, genau. Ja. Ja, und dann hat sich das eine oder das andere ergeben. Ja, dann bin ich hier in Fisch gelandet. Und nachher hast du die erfolgreiche Zeit in Fisch miterleben. Das ist natürlich auch eine Zeit mit der Meister 4, die nicht vergessen wird. Nein, ich hatte drei wunderschöne Saisonen hier in Fisch. Und ja, die letzte Saison hat es viel für mich. Klar, am Anfang war es sicherlich speziell, jetzt von Fisch wegzugehen nach diesen drei Jahren, plus noch der Meistertitel. Aber ich habe für mich einfach gedacht, ich bekomme Martin die zweite Chance. Mhm. Ich wusste, was ich dort aufbauen kann. Und, ist es eine Enttäuschung für dich, eben, dass du nicht mehr in Fisch bleiben konnte? Ja, Enttäuschung, das hat mir sicher sehr gefallen. Und, ja, am Anfang war es sicher sehr ein komisches Gefühl, wenn ich Richtung Bahnhof laufe und sehe, wie die anderen jetzt zu Fisch, was ich die letzten drei Jahre gemacht habe. Und mein Weg geht ab auf Martini. Aber es ist vielleicht gerade am Anfang und nachher gewöhnt man sich an die neue Situation. Ja. Hast du mitverfolgt, wie die Fischer in dieser Saison sich geschlagen haben? Ja, aber sicher das eine oder das andere Spiel bin ich schauen. Und auch noch mit einzelnen Spielern habe ich weiterhin Kontakt. Wie du es ganz am Anfang gesagt, du hast unten an der Konkurrent, der Brücker, gehabt. Hier bist du zusammen mit dem Müller, mit dem Hecke, immer mit zwei so zusammen. Wie ist das als Goalie, wenn man immer so ein bisschen in einer Konkurrenzsituation ist? Ja, für mich ist wichtig, dass man es eigentlich neben mir ist, dass man es eigentlich gut hat miteinander. Weil wir Goalien sind schon Einzelkämpfer, aber es ist sicher gut, wenn man es untereinander gut hat. Aber auch für mich ist es klar, wir beide wollen spielen und Das ist halt der Konkurrenzkampf pur. Also ist es wichtig, dass man sich ein bisschen versteht, wenn zwei gegeneinander sind? Ja, das ist sicher sehr wichtig. Ja. Ich meine, wenn ich zurückdenke, die letzte Saison in Fisch gespielt habe, wo wir da angefangen haben, in den Playoff. Und dann ist der Jonas Müller gekommen. Ist der Jonas reingekommen und haben wir da ein bisschen hin und her gewechselt. Schlussendlich ist der Jonas drin geblieben. Ja, wir haben sicher einfach gesagt, einander eben.
müssen jetzt einfach alles geben. Was wünschst du dir als Trainer? Wie sollte sich ein Trainer in so einer Situation verhalten, wenn er so zwei gleichwertige Goalie nicht hat? Ja, für mich ist eigentlich wichtig, dass er nicht zurückschaut und sagt, okay, der hat jetzt schon Nationalerfahrung und der kommt von der Erstliga rauf. Schlussendlich zählt einfach der, der in diesem gewissen Moment der einfach besser drauf ist, der spielt, oder? Und egal, wie eigentlich der Lebenslauf vom Goalie gegangen ist. Aber natürlich Oberwallis, das ist sehr wichtig für dich. Quasi halb Oberwalliser, kann man sagen. Ja, genau. Ich habe eine grosse Verwandtschaft hier im Wallis. Mhm. Meine Mutter ist ursprünglich von hier. Und für mich, ich war schon als kleiner Bub immer hier im Wallis. Und ich fühle mich sicher sehr wohl. Aber es geht weiter im Unterwallis in der nächsten Saison. Du hast da wieder einen Vertrag unterschrieben. Warum hast du das gemacht? Ja, eben, ja. Ja, so wie ich am Anfang gesagt habe, bin ich auf das Martini gegangen, für etwas zu bewirken dort und mir selber etwas aufzubauen. Und mein Ziel war einfach, dass es die erste oder letzte Saison wird, die Erstliga mit Martini. Und jetzt habe ich für 2 Jahre verlängert und ich freue mich sicher riesig, mit Martin nächstes Jahr in Bech zu spielen. Du hast natürlich Erfahrung mit dem EAC Fisch, ein Schuppenspieler natürlich nicht. Was gibst du dem HC Martin nach, Red 1 Martin nach für Chance als nächstes Jahr? Ja, es wird sicher ein kleines Abenteuer sein für uns. Wir haben Spieler, die schon gewisse Erfahrungen haben. Dann haben wir Spieler, die mehr oder weniger noch gar keine Erfahrungen haben. Und es ist schwierig zu sagen, wie es kommt. Es kommt sicher auch noch ein bisschen darauf an, was für Spieler jetzt noch ins Team kommen. Und die Ausländer werden sicher auch noch einen entscheidenden Faktor spielen. Aber es kommt, glaube ich, auch noch ein neuer Goalie, ein Konkurrent für dich. Wie ist das? Wartest du da auf den Namen oder wie ist das für dich? Ja gut, schlussendlich, wer genau kommt, weiss ich nicht. Ich habe noch nicht gross gehört, welche im Gespräch sind. Schlussendlich schaue ich eigentlich immer für mich. Ich tue mich jetzt vorbereiten wieder auf die nächste Saison, im Sommer sicher gut zu arbeiten. Wenn man alles gibt, sieht man dann, wo es herführt. Du glaubst schon, eben, dass das Geld von den russischen Investoren reicht, für euer B zu bestehen? Ja, wir haben sicher ein gutes Budget nächstes Jahr. Ich hoffe sicher nicht, dass es wieder vorkommt, wie es mit Martin schon 2 Mal gegangen ist, dass sie dann wegen dem Geld wieder zurück in die Erstliga müssen gehen. Vertragmässig sieht das mit dir jetzt persönlich ähnlich aus, wenn du hier so zu Fisch bist? Ja, ich habe sicher einen ähnlichen Vertrag, wie ich hier in Fischbach hatte. Und mehr oder weniger ist alles gleich geblieben. Bald geht es aber wieder los mit der Meisterschaft. Denn. Wie sieht es für dich aus? Gibt es ein paar Tage Ferien? Wie geht es wieder los mit dem Training? Ja, also jetzt anfangen wir eigentlich, es ist noch nicht ganz sicher, ob wir mit der Mannschaft so 2 bis 3 Mal ein geführtes Sommertraining haben. Jetzt tue ich sicher noch nicht 100% trainieren, aber sicher etwas machen. Aber jetzt geht es zuerst noch mal in die verdienten Ferien. Ein bisschen erholen und ein bisschen abschalten. Und die Batterien laden und dann voll ins Sommertraining starten. Nachher mit 3 Mannschaften geht es los, die neue Meisterschaft. 3 Walliser Mannschaften der Nationalliga B mit Fisp, Siedersund, Red 1 Martinach. Was hast du aber das Gefühl, wie könnte das gehen? Ja, da kann man sich sicher mal freuen auf die Derbys, das Derby mehr hier im Wallis. Und ich freue mich sicher auf die Saison. Was wird das für ein Gefühl sein, wenn du wieder in die Litternalen kommst, aber jetzt mal auf der anderen Seite? Ja, wir haben ja in der Vorbereitung diese Saison haben wir schon gegen Fisch können spielen. Und es war sicher speziell gewesen. Und gut, es war Fisch sozusagen Fisch B gewesen, zumal noch. Nächstes Jahr wird es sicher aussehen. Und wieder den Schritt zurückzukommen, das mal im anderen Eingang reinzukommen und so, wird sicher am Anfang wird das speziell sein, sicher. Glaubst du, dass eben die Zuschauer unten an Martinach gleich präsent sind wie jetzt ein Aufstiegsspiel in der Meisterschaft? Ja, ich meine, jetzt, wenn sie schon am Schluss, also beim letzten Spiel, so zahlreich erschienen sind, erhoffe ich mir sicher, dass wenn wir näher dabei sind, dass sie regelmässig so viele Leute in der Halle haben. Also war der Unterstützung vom Umfeld und da, das sollte jetzt auch in der Nationalliga B unten an Martinach klappen. Ja, hoffe ich. Es geht aber noch weiter, mit dem Hockey. Ist nicht ganz fertig, in der Schweiz schon. Du hast mal mit GC gespielt, die sind so mit der ZSC zusammen, du hast SCB gespielt, jetzt der Meister ist ZSC. Mit wem hast du Südertümer getrickt?
Ja, für mich ist Daumen drückt eigentlich niemandem speziell. Es ist ja, ich meine, sicher Chapeau von Zürich, wenn man 3-1 zurückliegt und nachher den Titel noch holt. Ja, man hat sicher gemerkt, Zürich hatte eine schwierige Saison. Mhm. Aber es ist ähnlich wie dann mit Fischbowl. Wir waren so in einer gleichen oder ähnlichen Ausgangslage. Und Zürich hat sicher recht viel durchgemacht in dieser Saison. Das gibt halt auch Halt der Mannschaft und das ist sicher einen unglaublichen Lauf. Hockey gibt es aber noch weiter international. Es kommt noch die Weltmeisterschaft mit der Schweiz natürlich dabei. Wenn du Nationalcoach wärst, welchen Goalie würdest du da ins Goal stellen? Welcher ist für dich der Beste? Für mich ist der Martin Gerber immer noch eine unglaubliche Persönlichkeit und er darf sicher nicht fehlen, so einen Anlass. Aber ich glaube, er ist verletzt, sodass er nicht mitmachen kann. Welchen würdest du nachher nehmen? Ja gut, jetzt kommt auch ganz darauf an, wie es mit Miller aussieht. Aber natürlich, er ist sicher momentan in der Schweiz der beste Goalie. Wieso haben wir eigentlich in der Schweiz so super gute Goalie da auf hohem Niveau? Ja, das ist eine gute Frage. In der Schweiz haben wir wirklich sehr viele gute Goalie. Warum ist eigentlich schwer zu sagen. Aber sicher schön ist es so. Und mal ein Ziel von dir, weil so hoch im Prüf, aber das könnte schwer sein. Ja, ja, es ist aus Goalie. Das Goalie-Leben ist sicher sehr schwierig. Und ja, es braucht auch immer das nötige Glück. Aber wenn man sieht, in eine Nazi anzukommen, wie man gesagt hat, wir haben eigentlich in der Schweiz sehr viele gute Goalie, aber es gibt immer wieder Teams, die ausländische Goalie haben. Mhm. Und die nehmen natürlich auch immer wieder Platz weg. Und ja, sicher sehr schwierig. Reto Lori, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, für die nächste Saison mit Red 1 Martinach und für die weitere Karriere als Hockey-Goalie. Besten Dank für die Psyche im Studio. Wir sind natürlich gespannt, wie das in der nächsten Saison weitergeht mit dem Goalie vom HC Red 1 Martinach. Aber wir sind natürlich auch gespannt, wie das weitergeht in der Nationalliga B mit den drei Walliser Club EAC Fisch, HC Siders und Red 1 Martinach.